Hey Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Dennis hier, aka Fragrance Dog. Ja, immer noch auf Sylt, in unserer Wohnung, immer noch ein bisschen Urlaub machen. Ich sag ein bisschen, weil ihr hört es, ich bin immer noch erkältet. Ich bin froh, ich hoffe, dass meine Stimme hält für dieses Video. Und ja, ich ziehe das einfach mal durch. Düftelwoche darf einfach nicht ausfallen, euer Lieblingsformat. Heute werde ich das aber ein bisschen anders machen. Ich werde das nicht so machen wie sonst, weil ich bin hier in Urlaub. Das heißt, ich schalte hier einfach ein bisschen ab. Plus natürlich Erkältung. Ich weiß nicht mehr ungefähr, wann ich die Düfte getragen habe. Ich weiß nur, dass ich sie getragen habe. Und deswegen sage ich euch jetzt diese Düfte. Es sind vier Düfte, die ich diese Woche getragen habe. Wann, wie gesagt, weiß ich nicht. Aber ich stelle sie euch jetzt vor. Und zwar habe ich Percival, genau. Natürlich nicht Percival, sondern Galloway getragen. Da fängt es schon an. Nein, Galloway. Galloway ist einfach ein Duft. Das Wetter hier auf der Insel ist die ganze Zeit sehr, sehr gut. Blauer Himmel und so weiter. Und dann geht dieser, ja, Bleistiftduft, frische, leicht, na nicht pudrig, aber schon stumpfer Duft. Ich finde diese Bleistiftnote, die da drin ist, einfach genial und er funktioniert einfach überall. Wenn man essen geht, wenn man unterwegs ist, wenn man am Strand ist. Er hat auch eigentlich gut Power. Ich sage eigentlich, weil er früher nicht so viel Power hat. Ich bin der Meinung, das ist die aktuelle Version. Ich bin der Meinung, die ist ein bisschen stärker geworden als die von früher. Das ist meine Meinung. Jedenfalls, was die Silage die ersten 2 Stunden angeht. Also richtig nice. Wer also einen schönen parfümste Mali Duft haben will, der einfach ankommt, der eckt einfach nicht an. Moschus ist hier auch drin und einfach diese Bleistiftnote ist einfach genial. Sehr geil. Galloway. So, dann kommen wir zu Percival. Auch wieder Parfums mal. Ja, Percival, was soll man sagen? Ich war dort in einem Einkaufsladen, wo ich den getragen habe. Das weiß ich auch noch. Und ich wurde angesprochen auf diesen Duft wieder. Ja, es ist einfach immer wieder erstaunlich, was Percival schafft. Es ist einfach eine geile Duschgelnote. Ja, er vereint einige Düfte, Bleu de Chanel, en Sauvage, en Dylan Blue und so, aber in einem. Und denn die DNA von Parfums de Mali ist fast unschlagbar. Gute Haltbarkeit, gute Ausstrahlung. Leute, damit könnt ihr nichts mit falsch machen. Percival, wer einen Date-Duft haben will, auch besonders gut zum Date, hier, ihr macht nichts falsch. Sehr geil. Percival, ja. So, der nächste ist auch ein. Also ihr bekommt ohne Ende Komplimente. Das wird die Stimme ein bisschen trockener im Hals. Ja, das ist das, was ich meine. Aber das, glaube ich, klappt noch. Aventus Cologne. Ja, sehr nice. Auch hier Komplimente ohne Ende. Egal, was ihr damit macht. Es ist einfach ein frischer Duft mit Creed-DNA. Allerdings auch ein bisschen. Wirklich die Aventus-DNA, obwohl überhaupt keine Ananas drin ist. Und das ist ein geiler Sprüher, ist nice. Für mich aktuell, ich wurde letztens in Livestream gefragt, aktuelle, oder wer ist der aktuelle beste Duft von Creed 2022? Royal Oud bleibt einfach, das ist eine Wand, auch wenn ich die neue Version noch nicht gerochen habe, ich kenne nur die alte, aber das ist mein Lieblingsduft von Creed und dann gleich Aventus Cologne. Ja, Versace Pour Homme riecht man raus und dann Aventus DNA. Ihr könnt die auch übereinander sprühen, aber dann habt ihr einfach nicht die DNA von Creed. Der ist anders und sehr gute Haltbarkeit und richtig gute Ausstrahlung. Also sehr, sehr nice. So, und zu guter Letzt Gritti Pomelo Sorrento. Ja, das ist auch inzwischen eine Bank. Vor allen Dingen, wenn am Tag die Sonne gut scheint und es wärmer ist, dann ist das. Ihr fühlt euch einfach wie auf Bora Bora oder auf den Malediven. Ah, geil, auch wenn hier natürlich nicht, obwohl ehrlich gesagt, hier gab es richtig geile Sonnenuntergänge in der Zeit und das Wasser sah fast wirklich aus wie in der Karibik am Tag. Absolut nice, richtig gut und dieser Duft, der einfach ja die Sonne widerspiegelt, das Meer, oh, einfach zitrisch, frisch, kühl, das ist einfach, als wenn ihr in ein. Ja, im Endeffekt ist es ja in der Karibik, das Wasser ist ja nicht kalt. Man sagt das immer in das kühle Wasser. Gut, man hat 40 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit, dann ist das Wasser auch wieder kühl. So müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Sehr nice. Cooler Flakon, gute Idee. Stellt man so hin, ist der einzige Flakon, den ich kenne, den man, glaube ich, so hinstellt.
Sehr nice. Also dieser Duft gefällt mir und damit könnt ihr überhaupt nichts falsch machen. Hält seine, ja, ich sag mal 6 Stunden, 6, 7 Stunden, hat eine gute Ausstrahlung. Die ersten 3 Stunden dann lässt er nach, aber es ist ein Sommerduft. Das ist eben so sehr, sehr geil. Gritti mit Pomelo Sorrento. Ja, das war meine Düfte der Woche. Ich habe sie trotzdem, trotz Erkältung und so weiter, natürlich euch vorgestellt. Das ist klar, ihr kennt mich. Egal was ist, ich sitze hier ganz einfach, so wie sich das gehört. Und ich sage euch Leute, fahrt nicht offen Cabriolet. Es sei denn, ihr könnt das ab. Ich habe zu meiner Frau vorher schon gesagt, lass es, das wird nichts. Ich bin eigentlich sonst überhaupt nicht empfindlich, was das angeht. Aber immer grundsätzlich Cabriolet. Und was ist passiert? Das ist passiert. War klar. Und das in Urlaub. Muss dazu sagen, zweimal sogar Cabriolet gefahren. Meine Frau, wir haben das Cabrio mitgenommen, diesmal in Urlaub. Und einfach ein bisschen entspannter. Und ja, dann, was heißt entspannen? Dann kommt das dabei raus. Tja, so ist das. Aber ich bin auf dem Weg zur Besserung. Und wie gesagt, ich hatte ja sogar noch einen Livestream gemacht zwischendurch. Alles gut. Gut, Leute, Düfte der Woche war das. Dann haut rein, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Fragrance Talk.